Servus, ich bin's der Thomas vom Fliegl Agrocenter. Wir haben heute da in Nähe vom Chiemsee und ich darf euch heute gern unseren neuen Gülleseparator Tapir 375 vorstellen. Das Ganze ist wie beim Vorgängermodell auch auf unserem Gestell montiert mit den Steckfüßen, da wo wir den dann in der Höhe einstellen können, wie wir brauchen. In dem Fall ist es oder so, wir haben einmal das jetzt relativ hochstecken müssen, dass wir mit den Galgen die Pumpen in den Grum einlassen können. Und dass wir den festen Anteil mit dem Überladeband in den Kipp einlassen können. Wichtig beim Separieren ist einfach, dass die Gülle super aufgerührt ist, dass die einfach homogen ist, dass die gleich bleibt, dass die Bedingungen beim Separieren immer die gleichen sind, weil dann separiert der perfekt und optimal. Was hat sich jetzt geändert an den Separator? Wie es euch schon aufgefallen ist, bei den Tapir 375 ist jetzt optional erhältlich quasi das Förderbandel da. Das Förderbandel ist ungefähr 3,50 Meter lang. Hat einen 1,2 kW Motor drauf und ist quasi mit der Handpumpen da in der Neigung zum Verstellen. Da ist jetzt zum Beispiel relativ flach angeordnet, dass wir da schon auf den Kipper aufkommen. Wir gehen mal vor, wie wir die Maschine einschalten. Wir haben da unseren Schaltkasten da, der ist grundsätzlich auch wie beim Vorgängermodell. Wir haben quasi einmal den Nothalter drin, einmal Motorschutz. Motorschutzstörung, die erleicht dann auf, wenn jetzt zum Beispiel ein Separierer irgendein Fremdkörper reinkommt oder in die Pumpen ein Fremdkörper reinkommt. Dann geht halt natürlich zum Schutz des mechanischen Bauteils der Motorschutz. Muss man halt schauen, was drinsteckt. Entfernt man den Fremdkörper, Motorschutz wieder rein, geht es wieder weiter. Am Anfang ist wichtig, dass wir als erstes die Pumpen einschalten, dass wir im Separierer Gülle drin haben, weil einfach die Komponenten bei uns alle aus Edelstahl gefertigt sind und das braucht einfach eine gewisse Schmierung beim Anlaufen. Man sollte Edelstahl nicht ruckerlaufen lassen. Dann, wenn der Separierer mit Gülle gefüllt ist, schalten wir den Separator ein, wenn dann das erste Material kommt, können wir dann quasi das Überladeband einschalten. Als nächstes darf ich gerade ganz kurz auf unsere Tauchpumpen eingehen. Die Tauchpumpe, die wird quasi in die Gülle abgelassen, über den Galgen ist jetzt jeder in der Gülle drin. Die Tauchpumpe hat 4 kW, die fördert quasi die Gülle über den Schlauch unten in den Separator rein und alles, was der Separierer nicht verarbeiten kann, geht über den oberen Schlauch wieder zurück in die Grube. Somit habe ich auch einen gewissen Ruheeffekt bei der Pumpe, das wo einfach die Gülle homogen hält. Mit dem Hebel da, das ist blim, wie beim Vorgängermodell, wir haben da quasi einen Hebel drauf, da wo quasi mit Gewichte die andere Klappe beschwert wird. Wenn ich die Gewichte weiter nach hinten tue, wird das Substrat trockener, tue ich die Gewichte weiter nach vorne, habe ich mehr einen Durchsatz, aber das Substrat wäre nochmal so trocken. Grundsätzlich haben wir von der Leistung variiert zwischen 20 und 35 Kubik Rohgülle. Es kommt immer darauf an, wenn man dickere Gülle hat, dann ist die Leistung ein bisschen weniger. Hat man dünnere Gülle, hat man dann mehr Leistung. Heute zum Beispiel separieren wir ein bisschen dünnere Gülle. Der Motor, der hat 5 kW. Da haben wir einen Stromverbrauch circa bei der Anlage von ungefähr nicht ganz 10 kW eine Stunde, was wir brauchen. Ohne Förderband ist natürlich ein bisschen weniger. Die Standardmaschinen haben wir ungefähr so 8-9 kW Stromverbrauch. Zum Schluss positionieren wir dann einfach nur noch den Schlauch von der dünnen Phase in die ablaufende Grube, die wo quasi da hinten ist. Das läuft quasi dann in die nächste Grube, da kann dann quasi der Landwirt seine Gülle auspumpen und dann die dünne Phase besser mit zum Beispiel mit seinem Schleppschlauchverteiler draußen an der Wiesen ausbringen. Man sieht eben da den festen Anteil, der wird quasi da ausgebracht und über das Förderbandel abtransportiert und geht quasi auf den Kipper auf. Bei der dünnen Phase ist es so, die dünne Phase, die wo der Wasseranteil, der wird quasi ausgequetscht über das Sieb und kann über den Ablaufschlauch dann zurück in die andere Grube abgeleitet werden. Wenn ihr es auch vorhabt, dass ihr eure Gülle separiert, damit ihr es einfach besser im Grünland ausbringen könnt, dass einfach die Futterverschmutzung vermieden wird, informiert euch bei uns auch nochmal im Agrocenter über den Gülleseparator. Wir beraten euch gern, schreibt uns eure Kommentare oder kommt einfach vorbei.